ich möchte mit euch heute eine Geige testen. Die habt ihr schon mal in einem Video gesehen, und zwar meine Guarneri-Geige. Wundert euch nicht, die Sequenz später, wo ich die Geige spiele, habe ich schon vor einer Woche gedreht, und eigentlich sollte auch dieser Teil aus dem Video kommen. Leider habe ich aber meinen Kopf abgeschnitten und hatte Ebenholzflecken im Gesicht, das werdet ihr nachher noch sehen. Deswegen fand ich es schöner, nochmal Angesicht zu Angesicht über diese Geige zu sprechen. Ich habe an der Geige einige Dinge ausprobiert, unter anderem eine kürzere Mensur für die leichtere Spielbarkeit. Zusätzlich zu der kürzeren Mensur habe ich auch bei dieser Geige zum ersten Mal das Korean Fingerboard verwendet. Das ist eine Ebenholz-Alternative von einer Firma aus der Schweiz. Auch den Öllack habe ich zum ersten Mal verwendet und ausprobiert, welche Effekte bei der Antiquierung möglich sind. Alles in allem finde ich, dass es ein sehr interessantes Instrument geworden ist mit sehr vielen Details und außergewöhnlichen, starken Klang. Noch was! Ich habe ja den SAS-Kinnhalter zum ersten Mal benutzt. Ich finde ihn super angenehm. Man kann ihn nämlich an verschiedenen Stellen festmachen. Er ist super leicht und es gibt ihn in verschiedenen Höhen. Denn es ist so, wenn ihr einen niedrigeren Kinnhalter habt, aber einen recht langen Hals, so wie ich, dann stellt ihr natürlich die Schulterstütze hoch, 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 damit dieser Platz gefüllt wird. Was passiert dadurch? Das Instrument ist höher, das heißt, auch euer Arm muss höher halten, was auf die Dauer ziemlich anstrengend werden kann. Und um das zu vermeiden, kann man zum Beispiel, was bei diesem SAS-Kinnhalter möglich ist, einen höheren Kinnhalter kaufen oder den eigenen Kinnhalter beim Geigenbauer oder der Geigenbauerin erhöhen lassen. Dadurch kommt das Instrument tiefer und auch für euren Arm ist es deutlich angenehmer zu spielen. Eine weitere Neuheit, die ich an dem Instrument ausprobiert habe, ist der Anima Nova Stimmstock. Ich habe vorher schon ein paar Stimmstöcke getestet, weil ich allgemein sehr experimentierfreudig bin und immer verstehen will, was die Stellschrauben sind und wie viel ich wirklich an den einzelnen Komponenten am Instrument verändern kann. Und da war auch dieser Carbon-Stimmstock für mich eine sehr interessante Angelegenheit. So, aber jetzt geht's dann auch schon los, denn wir wollen natürlich hören, wie die Geige klingt. Schon mal sehr gut. Ich muss fast nichts machen. Der Ton kommt von alleine. Merkt zwischen den Saiten. Also man möchte nicht zu sehr zwischen G und D, D und A merken, dass man jetzt eine andere Saite spielt. Und das finde ich sehr gut. Dann könnte man jetzt auch noch die Lautstärke, also die Dezibel, die absolute Lautstärke testen. Und dann die Modulationsfähigkeit. Also wie viele Klangfarben kann ich produzieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel näher am Steg spiele oder näher am Griffbrett, gibt es mir Möglichkeiten, den Ton zu gestalten? Wie einfach geht das? Thank you.
einen sehr tollen Bogen, wie ich finde. Ganz anders. Okay, nochmal eine völlig andere Geige. Ich glaube gerade tatsächlich, dass die Nebengeräusche von meinem Bogen kamen. Sagt mir gerne, was ihr von der Geige haltet und abonniert meinen Kanal. Wusstet ihr außerdem, dass ihr meine Instrumente europaweit und auch in anderen Ländern testen könnt? Weitere Infos dazu findet ihr auf meiner Website. Das war's von mir. Tschüss und bis bald.